Diesen blauen Button soll drücken, wer sich am Hauptbahnhof unsicher oder gar bedroht fühlt. Damit wird nämlich der genaue Standort übermittelt und die Sicherheitskräfte erhalten einen Alarm auf ihren Handys. Eine freie Streife in der Nähe bestätigt, dass sie sich um den Fall kümmert. Sie sehen, wer und wo Hilfe benötigt und machen sich auf den Weg. In einem ersten Test in Berlin war die Security durchschnittlich in 2,5 Minuten vor Ort. Die App-Nutzerin kann in dieser Zeit der Zentrale schreiben, worum es geht, oder einfach vor Ort abwarten, bis die Hilfe eintrifft. Ja. Derjenige, der das jetzt quasi auf dem Handy in der Hosentasche hat, weiß, ich kann jetzt, wenn ich eine für mich als gefährlich wahrgenommene Situation reinkomme oder tatsächlich eine Straftat beobachte, kann ich in ganz kurzer Zeit unauffällig hier die Sicherheitskräfte herrufen und die sind punktgenau dann hier und können mir helfen. Die App funktioniert vorerst nur auf dem Gebiet des Hamburger Hauptbahnhofs, denn hier wird sie in einem Pilotversuch 15 Monate lang getestet. Dazu wurden im gesamten Bahnhofsgebäude über allen Eingängen, Wegen und Gleisen solche kleinen weißen Kästchen installiert. Es sind Bluetooth-Sender, sogenannte Beacons. Mehr als 300 Stück gibt es davon. Sie sagen der App, wo sich das notrufende Smartphone ganz genau befindet. Normale Navigations-Apps sind nämlich zu ungenau. Ortung an sich ist ja was relativ Standardmäßiges, das haben wir bei Google Maps, aber da benutzt man normalerweise nur GPS. Und GPS hat den großen Nachteil, dass man natürlich in der Höhe, ob man jetzt im 4. Stockwerk ist, im 1. Stockwerk, nicht unterscheiden kann. Und das ist genau die Lücke, die diese Bluetooth-Beacons schließen, dass wir auch bestimmen können, bin ich jetzt hier in der Wandelhalle im Erdgeschoss, bin ich vielleicht auf den Gleisen, hoffentlich nicht auf den Gleisen, auf der Plattform. Ein Gerät kostet nur rund 20 Euro und hält 10 Jahre inklusive Batterie. Was Politik und Polizei besonders begeistert, denn mit nur 6.000 Euro wurde der gesamte Hauptbahnhof komplett ausgerüstet. Nun müssen sich nur noch die Fahrgäste die kostenlose Safe Now App installieren. Die App ist vor allem für Situationen gedacht, die noch kein echter Notfall sind und in denen viele zögern, 110 zu wählen. Wer sich unsicher fühlt, kann die App auch öffnen und den Button gedrückt halten. Erst beim Loslassen startet dann der Alarm.